Willkommen in der Welt von Beyblade, dem spannenden Sport, der auf dem engen Band zwischen Blader und Bey basiert, wo Wettkämpfer aus der ganzen Welt antreten, um über ihre Grenzen zu gehen und die Rangliste emporzuklettern. Jeder hat eine andere Strategie und einen anderen Ort, den er sein Zuhause nennt. Aber alle Blader teilen denselben Traum, zu den Besten zu gehören und sich einen ehrenvollen Platz in der Weltliga zu verdienen. Sunbet United, das neue Superteam in der Szene, veranstaltet ein Freundschaftsspiel gegen BC Seoul. Jedes Team wählt 3 Blader, die antreten, und ich bin dabei. Die Kapitäne wählen aus, in welcher Reihenfolge die Teammitglieder antreten. Der Erste, der 2 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Das Team, das als erstes 3 Spiele für sich entscheidet, gewinnt den Wettkampf. Ich bin noch nie unter solchen Bedingungen angetreten. Ich will unbedingt mein Bestes geben, um meiner neuen Truppe zu zeigen, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Wir fangen mit Honshu an. Auch wenn wir weit weg von zu Hause sind, stärken wir uns doch immer noch den Rücken. Er wird das Ding rocken. Pass auf, Vakia. Roktavor hat richtig Power dazu gewonnen. Oh, dann ist nicht der Einzige, der sich verändert hat. Alles klar, als nächstes ist der Bay-Check dran. Übergebt jetzt eure Baseblader. Zeit für die Inspektion. Du hast nicht gelogen, deiner ist auch evolved. Und zwar so sehr, dass ich ihm einen neuen Namen geben musste. Ich nenne ihn Tempest Wyvern. Wow, das klingt aber düster. Ich spüre schlechte Vibes. Was er wohl drauf hat? Eine neue Chance, ein neues Abenteuer. Wir sind ein Team, keiner hält uns auf. Zusammen sind wir unbesiegbar. Beyblade, denn wir haben's drauf. Gib niemals nach, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an, holen wir den Sieg. Denn das ist Beyblade First Evolution. Gib niemals nach, gib niemals auf. Wenn du an was glaubst, dann musst du kämpfen. Kommt es drauf an. Hol wie den Sieg! Jemand ein neues Styling bekommen. Bist du fertig? Beeil dich! Ich kann dir nicht zeigen, was mein Bay drauf hat, wenn wir die Sache nicht ins Rollen bringen. So sieht's aus. Roktavor hat ein paar Tricks drauf, die dich arm aussehen lassen. Red dir das nur weiter ein. Die Siegwette steht auf mich. Wie kann man mit so einem Dickschädel noch gerade stehen? Die Baychecks sind durch und unsere ersten Wettstreiter sind bereit für den Showdown. Tempest Wyvern, hä? Ich bin sicher, dass wir ein kleines Stürmchen überstehen werden. Legen wir mal los. Yeah. Alles klar, bei diesem Freundschaftsspiel kämpfen die Newcomer von Sunbat United gegen BC Seoul in ihrer Heimarena. Es beginnen Rantaro Kiyama und Vakia Murasaki. Erster Battle. Bereit? Auf die Plätze. 3, 2, 1. Let it rip! Ha! Gut. Ein Start so weich wie Butter. Hauen wir ihn vom Himmel runter, Kumpel. Und wir sehen einen großartigen Start. Tempest Byron und Berserk Roktavor sind von alleine und schießen in Richtung Zentrum. Wie hast du mich überholt? Los, Honshu, bleib konzentriert. Ich begreif das nicht. Wir kommen super hart rein, aber er wackelt nicht mal. Du hast noch überhaupt nichts gesehen. Glaub mir, Wyvern wärmt sich gerade erst auf. Aufgrund seiner Evolution steckt er Roktavors Attacken besser weg als je zuvor. Er steht wie ein Fels in der Brandung. Ich hab ein Problem. Warte, bis du herausfindest, welchen tollen Trick er noch im Ärmel hat. Ist ja nicht wahr. Bist du der Bay-Trainer, der ihn betreut hat? Könnte man sagen. Er ist jetzt ein einzigartiger und unvergleichlicher Abwehrtyp. Wyvern war immer irgendwie stur. Ich habe ihm nur geholfen, diese Energie zu nutzen. Er lässt jetzt endlich seine Persönlichkeit durchscheinen. Das heißt, es ist schwer, ihn zu kippen. Ja, genau. Dann sag das doch. Ich halte es für wesentlich zu betonen, dass sein Bay viel komplexer ist als seine Eigenschaften. Es gibt so viele Faktoren. Jeder hat einen einzigartigen Charakter und spezielle Fähigkeiten. Und dann wäre da noch die Verbindung zu seinem Blader und... Du kannst einem so auf die Nerven gehen, aber... Ich mag deine Art, Kleiner.
Dr. Moore geht die Puste aus. Das Ende könnte nahe sein. Gib nicht auf. Halte durch. Jede Sekunde jetzt. Das ist es. Und er hat angehalten. Tempest Vibron mit einem Survivor-Finish. Sunbed United erhält einen Punkt. Hörst du das? Es ist offensichtlich, welcher von uns auf die Bühnen dieser Welt gehört. Wie konnte ich nur verlieren? Ihr habt es selbst gesehen. Die Gäste übernehmen die Führung. Wir fangen gerade erst an. Tempest Vibron dürfte eine heiße Show hinlegen. Reiß dich zusammen, Honcho! Ja, du schaffst es! Enttäuschend. Es würde mich nicht wundern, wenn er in den Testspielen nur Glück hatte. Ich schätze, es ist zu früh, das zu sagen. Wir müssen abwarten. Den hätte ich als letztes ausgewählt, wenn es nach mir gegangen wäre. Er liegt erst einen Punkt zurück. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Sehe das nur ich so oder ist Rixen immer ein bisschen überdramatisch? Komm schon, Honcho! Reiß das Ruder rum! Burst Finish oder rausfliegen! Du schaffst das! Netter Versuch. Ich gebe zu, du bist besser geworden seit unserer letzten Begegnung. Aber es reicht bei weitem nicht, um an Wyvern vorbeizukommen. Das denkst du vielleicht. Mein Berserk Rocktavor hat sich gerade erst ein bisschen aufgewärmt. Jetzt werden wir dir mal zeigen, wozu ein Ausdauertyp fähig ist. Zweiter Battle. Bereit und auf die Plätze. 3, 2, 1, let it rip! Und die Rasen bereits auf das Zentrum zu. Machen Sunbelt United den Punkt, den sie brauchen, um das Spiel zu gewinnen. Oder kriegen wir sie so die Kurve und steigen aus der Asche auf. Hat er eben auch eine Evolution hinter sich? Das hindert mich nicht daran, ihm eine Lektion zu erteilen. Es ist Zeit für deinen Unterricht. Blöde Sprüche bringen dich nicht sehr weit, weißt du? Du bist erledigt. Nein! Rataro leitet seine Energie in sein Base. Er schickt frei von Sieg. Komm schon zurück! Wird nicht wehtun, mir jedenfalls nicht. Oh, werden wir sehen. Boah! Vibron wird schneller. Los geht's, Shield Crash! Ja! Er hat mich erwischt! Tempest Vibron erhält 2 Punkte mit einem Burst Finish. Spiel 1, Sunbed United gewinnt mit einem Endpunktestand von 3-0. Die Ergebnisse sind da. Die Gastmannschaft gewinnt das erste Spiel. Hut ab vor dem Besitzer, der mit gutem Beispiel vorangeht. Wakia Murasaki. Das ist der persönlich darauf bestanden hat, dass wir Rantaro und Vault für dieses Freundschaftsspiel auswählen, korrekt? Ja. Wenn man bedenkt, dass er sie gut kennt, käme dir nicht in den Sinn, dass er wusste, dass er sie besiegen kann? Du vergisst, dass die finale Entscheidung bei mir lag. Ja, natürlich. Ich weise nur darauf hin, dass, wenn sie besiegt werden, dann... Wieso verschwendest du deine Zeit mit dem Verlieren? Ich will, dass mein Team die Augen immer auf den Sieg gerichtet hält. Geht's dir gut, Honcho? Sorry, dass ich dich enttäuscht habe. Schätze, ich war nicht so weit, wie ich dachte. Du hast dich super geschlagen gegen diesen neuen Wyvern. Richtig. Hey, du. Hä? Dein Bay ist ein Ausdauertyp, richtig? Wenn du dir seine Stärken zum Vorteil machen willst, wirst du ihn anders starten müssen. Ich höre. Hä? Rocktavor ist erst richtig in seinem Element, wenn der Kampf zu einem Ausdauerbattle wird. Es liegt in seiner Natur, sich so lange wie nur irgend möglich zu drehen. Wenn du seine Geschwindigkeit und Stabilität maximierst und weniger Angriffe einsteckst, hast du ein Erfolgsrezept. Hey, stopp mal. Woher genau weißt du dieses ganze Zeug? Spionierst du mich aus? Ich pass einfach auf. Du passt auf! Alles klar, ich probier's einfach aus. Ich nenne ihn den Stamina Launch. Sei nicht so voreilig mit dem Namen. Aber so ticke ich eben, Kumpel. Er hat recht, ich muss mehr aus Rocktavor rausholen. Sonst werde ich keine Chance in diesem Team haben. Bist du fertig? Hm? Fertig mit dem Gequatsche. Was ist mit dir? Erst gibst du Leuten einen Rat Moment, und dann... Na gut, du gehst als Nächster. Wer, ich? Ich bin bereit dafür! Du hast mich unterbrochen! Weißt du was? Bakia geht jetzt baden. Yeah! Eine Faust fürs Glück! Danke! Zeigen wir es ihm, Veltriac! Er schickt dich, huh? Interessant. Wieso steht Vakia noch da? Sag nicht, dass er noch eine Runde durchzieht. Ja, es sieht irgendwie ganz danach aus. So läuft das nicht. Warum hängen wir beide dann überhaupt hier rum? Hey, beruhige dich. Du kannst ihm doch nicht vorwerfen, dass er gegen seine alten Teamkameraden antreten will, oder? Ich bin nicht dabei, um ein Bankdrücker zu sein.
Theodore Glass ist hier, Chris. Hä? Huh? Guten Tag, Chris. Es ist viel zu lange her. Ich hoffe, du entschuldigst meinen unangekündigten Besuch. Ich grüße dich, Theodore. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich jemanden geschickt, um dich herzugeleiten. Scheint, als wärst du nach dieser Niederlage in einer schwierigen Situation. Der Kampf hat gerade erst begonnen. Wenn du wieder auf die Füße kommst. Du willst ja nicht, dass dein Team vor euren Fans schwach wirkt. Stell ihre Geduld heute auf die Probe und sie jubeln morgen vielleicht für eure Gegner. Unsere Aufstellung genießt mein vollstes Vertrauen. Nun, das werden wir in Kürze sehen. Du hast bisher sehr viel Respekt erworben. Vielleicht fließt nicht genug Mühe in deinen Trainingsplan. Ich habe eine Idee. Anstatt Free hier an dieses wenig stimulierende Umfeld zu binden, wäre es nicht besser, wenn er seine Flügel in Amerika ausbreiten könnte? Meine Raging Bulls haben gerade einen vielversprechenden japanischen Blader unter Vertrag genommen und er bricht alle Rekorde. In der Tat sorgt er ordentlich für Wirbel. Ich garantiere dir, dass Free in meinem Team auch groß herauskäme. Wie oft willst du mich denn noch damit behelligen? Ich will in diesem Punkt deutlich sein. Wenn du dem Wechsel zustimmst, stünde besseren Bedingungen für dich nichts im Wege. Nein, niemals. Müsste er doch Gas geben. Mal sehen, ob Chris' Vertrauen in ihn gerechtfertigt war. Ja, man kann Testspiele nicht mit einem echten Battle vergleichen. Dieser Rantaro hat es schlimm vermasselt. Mal sehen, ob sein Kumpel mehr drauf hat. Guter Punkt. Ich erwarte mir nicht zu viel. Sunbat United's Wakia Murasaki will's noch mal wissen. Aber diesmal kämpft er gegen BC Souls neuen Rekruten. Vault Ahoy! Du stellst dich nochmal auf? Ist das erlaubt? Wieso nicht? Das ist meine Show. Ich kann tun, was ich will. Einer der Vorteile, wenn man Teambesitzer ist, ich treffe die Entscheidungen. Passt mir gerade richtig gut. Ich kann für Honcho Rache nehmen. Du wirst enttäuscht werden. Wir schaffen das, Weltschwierig. Spiel 2. Erster Battle. Bereit auf die Plätze! 3, 2, 1. Let it rip! Zeit für Spielchen. Tempest Vyron auf dem Weg ins Zentrum. Komm schon, Partner. Zeig ihnen, was du drauf hast mit deiner neuen versteckten Power. Belüg dich nicht selbst. Deine kleine Evolution ist nichts gegen unsere. Wir können deine Schläge abwehren, als wären sie nie passiert. Das werden wir sehen. Heiz ihm so richtig ein, Kumpel. Vertrians Attacken sind unerbittlich, aber das kümmert Vyron nicht. Drück jetzt richtig aufs Gas. Du hast es geschafft! Ich hoffe es! Ha! Er läuft direkt in Vakias Falle. Es ist noch nicht vorbei! Shield Crash! Tempest Vyron mit einem Ring-Out-Finish. Sunbat United erhält einen Punkt. Déjà-vu! Das läuft wie eine Wiederholung von Spiel 1. Kann denn niemand Vakia die Stirn bieten? Es ist einfach nicht unser Glückstag. Er hatte ihn schon fast. Ich weiß, ich war sicher, dass er gewinnt. Nichts läuft, wie es soll. Unser Mann hat eine Glückssträhne. Aber wenn ich jetzt endlich dran bin, ist alles in bester Ordnung. Mach dir nicht zu viele Hoffnungen. Er ist ziemlich stur. Beltriek, ich weiß, dass du mehr Power in dir hast als das. Wenn du es besser kannst, was hält dich dann davon ab? Ha, Wyvern ist unbesiegbar. Er schafft jeden Gegner. Das ist das Ergebnis, wenn man mit einem A-Klasse-Bay-Trainer arbeitet. Endlich die Anerkennung. Ich hole es mir zurück. Der zweite Battle gehört mir. Vault! Huh? Komm mal kurz hierher. Huh? Ein bisschen zu spät für eine Strategie. Macht schon, lasst euch Zeit. Ich bin nicht in Eile. Was willst du mir sagen, Honcho? Es ist nicht meine Idee. Kommt von ihm. Frustriert? Ja, bin ich! Perfekt. Hörst du das? Hä? Dein Bay ruft nach dir. Was meinst du? Komm, gib uns einen Hinweis! Keine Ahnung. Er versucht, mit dir zu reden. Also, ich hör zu. Er ist anders. Klingt schwer. Vielleicht will er frei sein. Willst du das wirklich? Ey, rück schon raus damit! Na los!
Ist das ein Scherz? Ich hab's. Na dann lass hören, Kumpel. Du musst Wörter mit deinem Mund bilden. Also, du wolltest leichter sein. Er muss sich jetzt besser fühlen. Kapier ich nicht. Worüber reden die denn da so lange? Keine Ahnung. Oh? Ich frag mich, was du vorhast, Partner. Hey, überlegst du, ob du den Kampf schon aufgibst? Probier's aus und lass dich überraschen. Du hast recht. Ich muss an meinen Partner glauben, das ist alles. Walls Timeout ist vorbei und er tritt wieder an. Danke fürs Warten. Bin soweit. Ha? Irgendwas ist anders. Stimmt, er hat noch ein Ass im Ärmel. Wieso bist du so aufgeregt? Ich will die Überraschung nicht verderben. So, egal. Ändert nichts an der Tatsache, dass Wyvern unbesiegbar ist. Zweiter Battle. Bereit machen? Auf die Plätze! 3, 2, 1, let it rip! Ja! Spektakulär! Kann Sunbat United die Siegesserie weiterführen oder wird BC Soul dem ein Ende machen? Free? Ich werde hier aufs Ganze gehen. Oh, sieh mal ein leeres Zentrum, wenn du nichts dagegen hast. Dein Bay scheint ein wenig schneller geworden zu sein. Oh, warte mal! Oh! Na? Oh, verdammt! Sein Plan geht auf. Er ist viel schneller, als er es vorher war. Wyvern hat bisher noch keinen Kratzer abbekommen, aber plötzlich wird er durch die ganze Arena geprügelt. Wie kann sowas passieren? Ist es das, was Veltriac sagen wollte? Genau so holt man sich sein Glück zurück! Es ist noch alles offen, Walt! Nur noch ein Treffer! Gemäß meinen Analysen holt er seine enorme Beschleunigung direkt aus dem Aufprall an der Bande. Das ist sein wahres Potenzial, das durchscheint. Ich verstehe es einfach nicht. Wie ist Walt darauf gekommen? Er hatte Hilfe von Free. Macht Sinn. Kleinigkeit, das ist noch nicht vorbei. Durchstarten! Los, Wyvern! Dein Plan geht nicht auf. Du verlierst gegen unsere Geschwindigkeit. Spring Attack! Oh ja? Yeah? Mal sehen, wie dir das schmeckt! Hyper Shear Crash! Was läuft da gerade? Das darf nicht sein! Genesis Veltriac mit einem Burst Finish. BC Soul gewinnt das zweite Spiel mit einem Punktestand von 2-1. Alles klar! Ich hab's geschafft! Endlich mal eine positive Nachricht! Ja. Ich wusste, dass du's drauf hast! Ich hab's auch gewusst! Danke, Freunde! Freut mich, dass du uns da rausgerissen hast. Ich bin ebenfalls hoch erfreut. Es könnte sein, dass ich ihn so schnell verurteilt hab. Das war unerwartet. Höre ich Stimmen? Du bist sonst nicht gerade für deine Komplimente bekannt. Aber das war doch kein Kompliment. Unfassbar, dass Vark ja verloren hat. Ich weiß, dass Free hinter diesem Sieg steckt. Eines Tages werden seine Talente besser genutzt werden. Wer ist der Mann, Großer? Das bin ich! Siehst du, ich hab dich gerecht, Honcho! Oh, hey! Ich schulde dir was, aber voll! Du hast mich total gerettet! Ja, das hab ich. Aber im Ernst, danke. Du wirst dich nie ändern, Walt. Du wirst stärker und stärker. Ich werde einfach noch härter arbeiten müssen, um mitzuhalten. Gut, dass ich meinen eigenen Club habe, der mich herausfordert. Ich wette, du kennst das Gefühl auch. Schuh. Du läufst davon? Ha? Wovon redest du da? Ich hab gehört, du gehst ins Ausland. Man sagt, dass du bei einem Team in Amerika unterschrieben hast. Ja. Ha, das wird ja immer besser. Du weißt, was das bedeutet. Walt wird dir immer hinterherjagen. Ich hab eigene Pläne. Hat sich ergeben, dass ich auf die Weltbühne wechsle.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich garantiere dir, dass ich dich beim nächsten Mal besiegen werde. Sicher. Lauf davon! Ich finde dich eines Tages! Du bist dran. Du hast es probiert. Ich mach's sauber. Das war unglaublich! Hast du gesehen, wie viel Geschwindigkeit in Beltriac gesteckt hat? War das sein Geheimnis? Ja! Yeah. Njau, njau, er ist viel schneller! Ah, wieso hat er so tolle Tipps von dir bekommen und ich überhaupt nichts? Ich hätte auch gewonnen, wenn ich so einen coolen Chat mit meinem Bay gehabt hätte. Hm? Wer, ich? Ja, wer sonst? Du kannst die nächste Rolle haben. Hey, bin ich hier unsichtbar? Zeig mir, wie ich runter was Vibes fühle und dann knallt's! Entspann dich, Mann. Es hat seinen Grund, warum sie mich den Bay-Flüsterer nennen. Es ist Silas. Willst du dir den wirklich antun? Ja, mehr als sicher. Also, auf geht's! Beltriac! Mein nächster Gegner. Was? Du hast es bis jetzt noch nicht mal ernst gemeint? Na gut, dann fangen wir jetzt damit an. Als nächstes ist endlich Fury an der Reihe. Hatte sogar Lust, selbst gegen ihn zu kämpfen. Nächstes Mal bei Beyblade Burst Evolution. Überraschungsangriff. Kinetic Tattoo. 3, 2, 1. Let it rip!